Ja, Namen Frau Illner, Tag, Herr Lafontaine. Ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Galtenfennen. Herr Lafontaine, Sie fordern in Ihr Wahlprogramm einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde. Das ist gute Arbeit, bestimmt auch wert. Aber Herr Lafontaine, meinen Sie nicht, dass ein gesetzlicher Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde dazu führen wird, dass Unternehmen vor allen Dingen niedrig qualifizierte Arbeitsplätze ins Ausland verlagern?